Hallo sehr und herzlich willkommen zum neuesten Video. Keine Angst, es geht gleich los mit dem Interview. Nur ein kurzes Vorwort. Ich habe das Interview ja im Rahmen der B-Rex Pressetage mit Frank geführt. Und ja, da saßen wir unten schon im Grünen, haben schon gequatscht. Und ja, die Zeit ging voran, ging voran, ging voran. Der Akku wurde langsam leer. Auf einmal gab es eine Warnmeldung. Oh Gott, oh Gott. Dann dachte ich, ach, das hält noch mal kurz. Ja, hat nicht mehr so lang gehalten. Und da hat man dann gesagt, okay, komm, ist gut. Wir haben eigentlich im Wesentlichen über alles gesprochen. Nur kurz zur Begründung, sodass ihr euch nicht am Ende wundert, wenn das Video doch recht abrupt endet. Gut, ansonsten denke ich, ist alles recht deutlich zu verstehen. Wir saßen draußen. Das werdet ihr dann verstehen, wenn das ein oder andere Mal etwas Lautes vorbeikommt. Ein Flughafen war in der Nähe. Ich denke aber, in Summe geht es. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao. Ja, Frank, ich freue mich. War ein spannendes Wochenende hier. Ich weiß nicht, ob alle, also ich hoffe eigentlich, dass alle dich kennen und deinen Verlag. Aber wenn ich jetzt von Verlag rede, es ist ja nicht nur ein Verlag. Erklär mal so den Aufbau mit euren verschiedenen Verlagen, die ihr habt und den Zusammenhang mit der Spieleschmiede und vielleicht auch noch mit der Spieleoffensive. Das ist ja wirklich ein gigantisches Imperium, kann man fast sagen, was ihr so habt. Erzähl mal, wie ist das aufgebaut? Also technisch gesehen sind es zwei verschiedene Firmen. Also die eine, die älteste von beiden, ist Happy Shops. Die betreibt die Spieleoffensive und auch die Spieleschmiede als im Prinzip Plattform für Crowdfunding. Und die zweite Firma ist die, die die ganzen Verlage beherbergt. Das ist die L&N GmbH, heißt sie. Also die tritt eigentlich so überhaupt nicht auf. Wird auch über die Happy Shops vertrieben. Das ist dann B-Rex Entertainment. Das ist der Distributor letztendlich, der allerdings wiederum Happy Shops ist, muss man so sagen. Und die Verlage, wie gesagt, sind gebündelt in der L&N GmbH, die hält alle Lizenzen, Rechte und so weiter und so fort, was die Spiele angeht. Und da sind es halt jetzt insgesamt 7 verschiedene Verlage. 6 davon sind jetzt hier. Der 7. ist, also die ersten 6 sind Kovacs Games, Miraculous, Funbot, Kobold, Grimspire und Giant Rock. Das sind die Spieleverlage, die meisten auch kennen, und den 7. den kennen jetzt nicht ganz so viele, weil der ist jetzt nicht wirklich in der Spieleszene aktiv. Das ist Private Games. Mhm. Das ist ein Verlag für erotische Brettspiele. Und da habe ich heute gehört, heute Morgen beim Gespräch, das ist das erfolgreichste Spiel, mit was dort gelaufen ist. Oder also es gibt eins unserer erfolgreichsten Spiele, ja, bei Private Games. Das ist das Swinger 2000, heißt das. Ist jetzt auch schon sehr lange, deswegen heißt es auch Swinger 2000. Ja. Wir versuchen gerade das 2000 so schön klein zu machen auf dem Titel, aber es ist dummerweise, es ist tatsächlich den Verlag haben wir gekauft vor etlichen Jahren und das ist als Marke so eingetragen und ist tatsächlich auch in der Szene zumindest ein sehr bekanntes Spiel und ein bekannter Begriff. Deswegen heißt es auch immer noch so, obwohl 2000 ja eher so ein Synonym für gestern ist, aber das tut dem Ding keinen Abbruch letztendlich. Ich finde ja, 2000 klingt immer noch so futuristisch. Also ja, wie 1900 oder so hört, finde ich, klingt immer so zurück. Und 2000, also ich kenne Reise, weil es so 2000 ist ja so ein Ding wie so ein... Nee, aber trotz allem, also es ist jetzt schon wieder mehrfach modernisiert worden. Jetzt für 2022 gibt es dann auch wieder eine Neuauflage. Die sind auch wieder moderner ein bisschen. Und tatsächlich auch endlich mal die erste Erweiterung. So oft gewünscht worden. Okay. Wo ich jetzt sage, das kenne ich jetzt sogar dann nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob so mein Thema ist. Aber angucken würde ich es mir dann doch mal, als ich das vorhin gehört habe, dass das euer erfolgreichstes Ding ist. Weil ihr habt ja... Ich sag mal, spielmechanisch nicht besonders anspruchsvoll. Also als Vierspieler, da kann das ja mal in Mechanik zusammenfassen. ein Laufspiel mit Würfeln und Aufgaben am Zielfeld. So. also quasi so ganz klassisch 1970 Playstyle. Aber das geht, ich sag mal so, das Spielen passiert dann eher so neben dem Brett, würde ich sagen. Aber das passt ja auch sehr schön. Also unser Highlight, ne? Also wir haben ja gestern Abend, du hast es ja gesehen, hatten wir richtig viel Spaß mit Per von Abenteuer Brettspiele und Fabian von Game Over Board Games und der Rita, die war dann zeitweise auch noch mit dabei, Revelations, schon lange ausgeliefert. Aber du hast gestern auch so ein bisschen gesagt, lief so ein bisschen unterm Radar dann auch. Ne? Also ihr habt es ja eigentlich sehr schnell, also ihr habt es in der Schmiede gehabt, dann kam es raus. Dann kam natürlich die Corona-Zeit, wo natürlich Partyspiele schwierig waren. Ziemlich, einfach, ziemlich, ne? Genau in die Corona-Zeit gekommen, das Spiel. Und das ist natürlich schon Partyspiel, ich nenne es mal gelinde gesagt, schwierig. Ist allerdings durchaus absolut spielenswert. Also, absolut. Gerade, also ich würde es nie empfehlen, das mit seiner Familie zu spielen. Nee. Also ganz sicher nicht. Auch weil alle erwachsen sind, nicht mit den eigenen Eltern spielen, auch nicht mit den eigenen Kindern. Ja.
Es könnte zu komischen Situationen kommen, aber wenn man das mit seinen Freunden spielt, wird man auf jeden Fall eine Menge Spaß haben. Es ist eigentlich, letztendlich ist es eigentlich eher so als Spiel getarnt. Ja, es ist ja nicht wirklich ein Spiel im klassischen Sinne. Es ist ja eher so ein, das Spiel ist das Vehikel, damit man überhaupt das damit anfängt. Genau. Und wenn man dann einmal dann am Spielen ist, merkt man eigentlich, dass das Punkte zählen und sonst, das spielt auch keine Rolle mehr. Dann, weil das entwickeln sich so geile Situation und aber auch durchaus auch richtig tiefgründige Gespräche, habe ich auch schon erlebt bei dem Spiel. Ja. Und man sagt, da lernt man Leute erstmal auch wirklich noch viel besser kennen, von denen man denkt, dass man eigentlich schon alles wusste. Ja, also das ist erstaunlich, dass dann immer noch total tritt, so was echt jetzt? Wirklich? So denkst du? Ja, und dann diskutiert man das aus und dann, das ist erstaunlich, das Spiel einfach. Wirklich, also wir waren schwer begeistert und wir waren ja gestern eine Gruppe, sag ich mal, wir kannten uns mal über E-Mails und Internet und haben ein Interview mal gemacht und so, ne, aber einen Großteil haben wir uns ja gestern das erste Mal so richtig hier gesehen, ne, und trotzdem hat das so einen Spaß gemacht, da so zu spekulieren, was sind so die Emotionen. Muss aber dazu sagen, wir haben jetzt gestern eher so dieses schlüpfrigen Sachen genommen, ne, das war halt aber machen die meisten, ehrlich, aber klar. Wir haben ja trotzdem immer mal gelesen, unten diese ernsten Fragen, wo man ja dann doch wirklich mal, wir hatten gestern zum Beispiel, habe ich dann einmal genommen, weil sie die ganze Zeit auch schlüpfrig, und da hatte ich dann genommen eine Bekannte, die du absolut, wirklich betont, absolut nicht leiden kannst, erhält eine Diagnose über eine tödliche Krankheit. So. Und da hat man dann heute auch schon mal so diskutiert, ja, das wünscht man ja seinen schlimmsten Feind nicht und dies und das. Und das fand ich halt auch interessant, wie das dann doch anregen kann, so Gespräche zu führen. Ja. Aber du hast genau gesagt, mein Kumpel, der gestern auch mitgespielt hat, der hat gesagt, oh, das ist ja ein schönes Spiel, das kann man mit der Familie mal spielen, wegen den Emotionen und so mit den Kindern. Und nach dem Spiel hat er auch gesagt, nee, das funktioniert nicht. Eigentlich ein cooles Ding. Und aber auch, deshalb bin ich so drauf gekommen, weil du von dem Swingers-Spiel gesprochen hast, mechanisch ist das ja super simpel, was du da eigentlich machst. Ja. Und das muss es ja auch einfach am Ende ja auch nicht sein, ein riesen Bamburium. Genau, und ihr habt ja wirklich in eurem Portfolio richtig viel. Und das ist ja auch der Grund, warum ihr das mit den verschiedenen Verlagen eigentlich gemacht habt, dass man sich halt auch orientieren kann. Giant Rock oder jetzt Korax geben, sind ja eher so erwachsene Spiele, also Korax jetzt vor allem. Ne? Also Korax richtet sich wirklich ganz gezielt an erwachsene Spieler, nimmt Erwachsene auch als Erwachsene ernst. Deswegen können wir da eben auch Spiele machen, wie jetzt Revelations, die auch durchaus mal schlüpfrig sind, oder Half-Blind Heroes, wo man eben auch mal wo das Trinken im Prinzip, ja, es ist ja nicht Teil des Spiels, aber es ist absolut offensichtlich. Ja, natürlich. Und das sind Dinge, das sind Themen, die kannst du halt als Familienspielverlag auf die Art überhaupt nicht angreifen. Und das ist aber auch das Interessante, was auch von den Spielern letztendlich auch, also zumindest mein Eindruck, dass honoriert wird, dass man sagt, okay, die schreiben mir jetzt nicht vor, was ich hier zu fühlen, zu denken und was mir erlaubt wird, was moralisch jetzt richtig und falsch ist oder so. Natürlich gibt es auch moralische Grenzen auch für Korax, logischerweise, aber es ist jetzt nicht so streng in dem Sinne, dass es dogmatisch, erzieherisch sein soll oder so, sondern es sollte dir schon gewisse Freiheiten lassen an der Stelle und dich als Erwachsene eben ernst nehmen. Ja. Und demzufolge passt da auch jetzt, also die zweite Philosophie ist ja, dass es auch sehr interaktiv ist. Ja? Also Korax-Spiele sind immer so gebaut, dass man seine Mitspieler auch wirklich spürt. Ja? Ausnahme sind in dem Fall dann kooperative Spiele, weil da ist es ein bisschen schwierig zu machen. Aber selbst da versuchen wir zumindest in Anspruch gerecht zu werden, dass die halt für Erwachsene sind. Also sieht man jetzt zum Beispiel in Chronicles of Crime, da hast du eine Tatort-Szene, da liegt halt wirklich eine blutüberströmte Leiche und das kannst du halt mit Kindern nicht machen. Ja. Aber Erwachsenen kannst du es ja durchaus zumuten, die wollen ja auch entsprechend ernst genommen werden. Die wollen ja, und der Markt ist ja da, es sind ja viele Erwachsene, die gerne spielen, gerade diese Kennerspiele dann halt auch in dem Bereich. Ne? Chronicles of Crime hat ja auch gerade diese grafische Komponente, die bei dem Spiel ja ganz wichtig ist, den Schauplatz sich anzugucken, den Tatort und so. Ne? Und wir haben ja Flughafen in der Nähe. Ne? Ja, stimmt. Aber ich denke, geht trotzdem. Was mich jetzt nochmal so interessieren würde, ich bin ja selber auch aus Sachsen-Anhalt, jetzt aus Halberstadt. Jetzt sind wir ja in Sachsen-Anhalt jetzt nicht so bekannt für die große Industrie und dies und jenes. Ihr seid ja schon ewig dabei eigentlich mit der Spieleoffensive. Kannst du mal ganz kurz so erzählen, wie das angefangen hat? Denn ich glaube, den Gedanken, was mit Spielen zu machen, ich glaube, das haben viele, die das Hobby haben, aber dann wirklich zu sagen, okay, wir fangen jetzt mal an mit der Offensive, und die Schmiede hat sich ja dann später erst daraus mitentwickelt. Ne? Ja. Also das ist jetzt ein Exzerpt meines und Roberts Werdegang sozusagen, weil das sind ja, wie gesagt, grundverschiedene Firmen. Ja, und grundsätzlich mag ich es eigentlich immer nicht so, wenn man so alle in einem Topf haut. Aber du bist überall vertreten. Aber ich bin überall vertreten. Also also angefangen hat es mit Robert und mir, wir haben so 2001 die Firma gegründet.
ursprünglich als eine Art Trendshop für Sachen, die halt gerade so in dem Moment in waren, also so Gadgets halt tatsächlich. Also ein Gyro Twister war unser erstes Produkt. Also wir hatten ja auch vor kurzem bei irgendeinem Online-Messe war das, hatten wir das so ein, da ging es auch um die Geschichte der Spieloffensive, also Spieloffensive Geburtstag war das. Und dann hat man das nochmal rausgeholt, ja, dieses Ding, das gibt es tatsächlich immer noch, ja, also schönes Teil. Und das war unser allererstes Produkt, was wir überhaupt verkauft haben. Und in diesem Trendshop gab es im Prinzip 10 Produkte, die damals so irgendwie gerade so ein bisschen Hype hatten oder so. Und unter anderem das damalige Spiel des Jahres, Carcassonne. Und das lief überraschend gut. Also wir waren auch vorher schon Spieler, also das ist schon immer Hobby gewesen, aber dass das jetzt, sagen wir mal, die zündende Geschäftsidee war, das hat sich dann tatsächlich aus diesem Trendshop heraus entwickelt, weil Carcassonne lief echt super, muss man echt so sagen. Und dann haben wir gedacht, dann löst man halt mal noch ein Spiel ein und dann lief das auch gut. Und dann noch eins, lief auch, okay, jetzt wir Geschäftsmodell hier, Pivot. Ja. Und das Ding umgebaut und haben quasi gesagt, okay, jetzt machen wir halt hier Gesellschaftsspiele komplett, aber wirklich alles, was wir irgendwie im deutschen Markt kriegen können. Also das soll der Anlaufpunkt für Gesellschaftsspiele werden und haben die Spieloffensive gegründet. Und das war am Anfang auch ganz schön schwierig, weil man muss sich vorstellen, das war eine Zeit, wo Internet so Pionierzeit war. Also das ist, ich meine, das war schon 2001, das ist ein Dotcom-Blase lag direkt hinter uns. Also es war wirklich gerade die Zeit, wo alle sich die Finger verbrannt haben. Und dann kommst du zu den Spielverlagen, erklärst dann, was du vorhast. Und also, oh, wie, ihr habt keinen Laden. Und hat mir tatsächlich dann so einen Alibi-Laden gegründet. Dann hat sie bei unserem Lager vorne mit so Vorhängen abgeteilt. Da standen dann so ein paar Regale. Und das war total nervig, wenn da echte Kunden kamen. Ja. Also, die das gesehen haben, gedacht, das ist ein Laden. Weil du musst dir vorstellen, einfach von Prozessen her, ein Versandhandel funktioniert ja komplett anders als ein stationärer Laden. Und wir können in der Zeit, in der man einen Kunden in einem Laden berät, kannst du halt mit den, als Person auch locker 15 Pakete verpacken, mal so als Beispiel. Ja. Und wenn du darauf nicht eingestellt bist, weil wir waren ja nur zu zweit, das haben wir nicht vergessen. Da musst du ja irgendwie einen Weg finden. Und dann hast du immer, wenn du gerade so richtig dringend noch irgendwas rausknabbeln musst, und dann steht plötzlich dann ein Kind bei dir im Laden und möchte sich erstmal irgendwie über Pokémon-Karten informieren oder so. Den kannst du ja nicht einfach da stehen lassen und alleine lassen und dann irgendwie so geh wieder, das machst du ja da auch nicht, da bist du ja höflich und bedienst dich natürlich darauf alles. Das hat auch Spaß gemacht, also ich will überhaupt nicht leugnen, dass das war auch eine geile Zeit und ich will auch den stationären Handel überhaupt nicht schlecht reden, im Gegenteil, wenn man das richtig macht, hat man da auch richtig viel Potenzial, ja, aber wir sind halt nicht darauf eingestellt gewesen, das war halt das große Problem. Und es war aber notwendig, um überhaupt die Listungen zu bekommen, dass wir überhaupt eine Ware hatten, die wir anbieten konnten. Ja. Und das hat sich zum Glück inzwischen geändert. Die Leute kennen uns da jetzt auch. Und sind ja auch nicht der einzige Online-Shop, den es gibt. Zu der Zeit damals gab es auch schon 2-3 andere. Aber die gibt es inzwischen tatsächlich alle nicht mehr. Mhm. Ja. Und ich würde ja auch sagen, die meisten anderen, wenn man jetzt sagt, Milan-Spiele oder Fantasy-Welt, das waren ja wirklich eigentlich Geschäfte, die dann angefangen haben, darüber dann den Online-Handel drüber aufzubauen, oder? Also das nehme ich das zumindest mal wahr, ne? Weiß ich gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Also es gibt sicherlich auch reine Onliner zum Beispiel, aber das ist zum Beispiel, was unsere Zeit damals Adam spielt. Ja, ein reiner Onliner war Spielenet zu der Zeit. Ja, hast ja recht, die gibt es alle in Summe dann nicht mehr, ne? Weiß ich nicht mehr ganz genau. Jedenfalls aus der Spieloffensive jedenfalls hat sich das dann weiterentwickelt. Wir hatten dann also abgesehen von Spieloffensive gibt es ja auch noch die Puzzle-Offensive und Kreativoffensive und so weiter. Puzzle-Offensive war quasi dann der nächste Schritt. Das bot sich an, selbe Lieferanten, alles gleich und relativ einfach strukturiertes Produkt konnte man vergleichsweise gut handeln. Im Laufe der Zeit entstand dann das Spielernetzwerk. Das Spielernetzwerk ist in vielerlei Hinsicht speziell, weil es inzwischen ein derart integraler Bestandteil unseres Online-Angebots ist. Das ist auch so schwierig, wir haben immer die Kritik, dass unser Shop so altbacken und sonst wie aussieht. Ja. Das liegt im Wesentlichen auch daran, dass der technisch ganz anders funktioniert als andere Online-Shops. In der Hinsicht, dass die Klassifizierung von Produkten, also damit man gut findet, was man möchte, wenn man also eine gute Online-Beratung findet letztendlich, ist es so, dass der Shop die
Rezensionen oder Reviews, die Leute im Spielernetzwerk schreiben, die Klassifizierung benutzt, um das ganze Kategoriesystem zu bauen und auch die Suche zu befeuern und so. Und das ist einfach eine Sache, die gibt es sonst nicht. Mhm. Ja? Und die Macht führt aber auch dazu, dass man über die Filter, die meisten, die Spieloffensive länger nutzen und kennen, die kennen auch diese Filter. Mhm. Wer das zum ersten Mal sieht, der kriegt das erstmal gar nicht mit. Ja, das ist so ein bisschen, wo wir noch ein bisschen überlegen müssen, wie wir das besser machen können. Ja. Der kann über die Filter jetzt wirklich ganz gezielt ein Spiel suchen, auch wenn er gar nicht weiß, was es eigentlich sucht. Also der sagt, ich möchte was Kooperatives, es soll irgendwie mit Science Fiction zu tun haben, gut zu zweit sein. Und dann kann er das über die Filter zusammenklickern und er kommt aus dem Riesensortiment von 7.500, 8.000 Spielen, was wir da gerade haben, weiß ich gerade nicht. Dampft sich das dann zusammen auf 3, 4, 5 Spiele und das sind dann die, die er sich angucken muss. Und dann weiß er, okay, das könnte was für mich sein oder so. Und diese spezielle Technik dahinter, die macht es eben so schwierig, dass wir nicht einfach sagen können, wir nehmen mal eben ein neues Shop-System und dann geht's weiter. Ja. Aber ist da was geplant? Irgendwann mal? Ich bin seit 2016 dabei, das zu modernisieren. Ich schaue mal nur, es soll modernisiert. Ja. Ja. Ich finde den Shop eigentlich finde ich okay, ne? Aber diese Forumsfunktion, die man da so hat, die ist halt umständlicher als andere Foren, weil sie natürlich daran geknüpft ist. Ne? Du hast ja gerade auch erklärt, warum das so ist, wie es ist. Macht es schwierig. Und aus dem Spielernetzwerk heraus ist dann letztendlich die Spieleschmiede entstanden. Mhm. Also das war so ein Ding, das war, wann das war, so 2014, 15 so die Drehe, kam Indiegogo so hoch, so als Crowdfunding-Ding für Kulturförderung letztendlich. Ja. Und ich hatte das Konzept damals gelesen, ich meine, das ist eigentlich so eine ganz typische Sache für Gesellschaftsspiele. Wir sind alle total kollaborativ und jeder möchte irgendwie Form sich auch direkt da am Hobby beteiligen. Also zumindest jedes Spiel, den ich kenne, fängt irgendwann an, Spiele zu erfinden oder will Teil davon sein. Ja. Ja, ja. Und von daher war das eine absolut natürliche Sache. Ja. Und dachten, lass uns eine Crowdfunding-Plattform für Spiele bauen. Das macht durchaus Sinn. Aber wir haben bloß den Fehler gemacht, das auch für Deutschland zu denken. Also weil wir haben es war nicht zeitgleich mit Kickstarter, wir sind ein bisschen später tatsächlich online gegangen, aber wenn wir es clever und richtig gemacht hätten und auch international, wer weiß, ob jetzt Kickstarter die Nummer 1 wäre oder nicht, aber das ist halt, das sind so Dinge, das weißt du hinterher. Also unser Gedanke war, wir kommen aus dem Land mit den meisten Spieleverlagen und da sind auch viele kleine Hobbyverlage dabei, auch damals schon gewesen und es wird doch, die werden dir doch im Prinzip für so ein Ding im Prinzip, da war mein Denken so die Bude einrennen, weil ich ja wusste, dass die alle materiell zu tun hatten, wie die ihre Auflagen finanziert kriegen. Ja. Und dann fängst du da an, im Prinzip Klinkenputzen gegangen, hat dann allen erzählt, was das ist und so. Also ja, ist ja ganz cool, kann man vielleicht mal vorstellen. Und dann ist kam auch nicht in Gang. Ja, also wir hatten dann mit dem Peter Egger, da war der Erste so, ey geil, lass mal probieren. Ich habe da ja noch eins, das passt da eigentlich ganz gut. Und dann kam das Express 01, das war auch ein super Erfolg für die Schmiede, also jetzt mal abgesehen davon, dass das Spiel letztendlich dann nicht so gut ankam, aber das waren irgendwie 900 Unterstützer oder so, das war also, das erste Mal das super. Das ist auch immer noch eine hervorragende Zahl, wenn man so viele Unterstützer in Deutschland erreicht. Und so gesehen, ey, hier Proof of Concept, einwandfrei, und dann hat das aber trotzdem nicht durchgezündet, also die sind immer noch so rumgedümpelt und lalala, und der Fehler war tatsächlich zu sagen, wir beschränken das hier auf den wir probieren das mal in deutschen Markt. Ja, wir hätten im Prinzip das gleich als Plattform aufmachen können. Aber das weiß ich jetzt im Nachhinein. Ja. Und es ist jetzt auch im Prinzip auch egal. Also wir sind jetzt in Deutschland gut etabliert mit der Spieleschmiede und das hat auch wiederum seine Vorteile. Weil es erleichtert uns jetzt wiederum die Arbeit für unsere Verlage, die jetzt quasi auf Basis dieser Geschichte dann so nach und nach entstanden sind. Weil wir dazu in der Lage sind, eben auch relativ schnell und auch relativ fundiert Lizenzzusagen machen zu können oder so. Ja? Und diese Geschichte ist natürlich schon von Vorteil, wenn du mit in dem Fall einen ausländischen Verlagen Partnerschaften schließen willst und so. Die haben da auch viel Interesse dran, dass letztendlich ihre Spiele ja auch in anderen Märkten präsent sind. Und auf die jetzt haben wir halt jetzt ein gutes System, basierend eben auf dem Spielernetzwerk, was ja eine große Community bildet. Spiele auch, wie soll man sagen, mit einem guten Wissensbasis auch in den deutschen Markt zu bringen. Hm. Also wir müssen jetzt nicht, das ist ja der Vorteil beim Crowdfunding, ja, wir müssen jetzt nicht irgendeinen Mist machen, wo wir dann wissen, das haben jetzt hier 15 Leute unterstützt, das ist dann eine Lizenz an der Backe.
und muss sich darum kümmern und das will eigentlich keiner haben, das Spiel. Ja. Und dementsprechend sind das ja gute Markttests auch. Es ist immer noch so, dass im Prinzip über die Spielschmiede kein Spiel vorfinanzieren kann, also nicht komplett. Es ist immer nur ein Indikator, ob das wirtschaftlichen Erfolg haben kann. Und es hilft dir, einen Teil des Risikos abzufangen, dass du halt quasi nicht mehr mit, was weiß ich, 60.000, 70.000 Euro ins Risiko gehst, sondern vielleicht mit 15.000 oder so. Und da ist ja auch so eine gewisse Orientierung. Ja. Nicht jeder kennt die Schmiede, ja, und manche, ich weiß immer, bei Kickstarter sind immer sehr viele sehr skeptisch, wie soll man sagen, mit Kreditkarte etc. pp. Das ist ja bei euch eigentlich nicht der Fall. Nee. Ja, bei euch kann man ja auch mit PayPal und allem Möglichen bezahlen. Ja, ihr geht ja einen anderen Weg da. Oder ja, also seit den damals. Die Spieleschmiede ist, das ist ja noch eine Besonderheit im Vergleich zu einem Kickstarter. Die Spieleschmiede operiert natürlich nach europäischem Recht. Oder genau genommen auch nach deutschem. Ja, das ist ja dann, wobei in dem Bereich ungefähr gleich. Und die Voraussetzungen sind einfach andere. Also ein Kickstarter, wenn wir sowas wie Kickstarter in Deutschland machen wollten, würde es gar nicht gehen, das ist verboten. Das könntest du machen, wenn du eine Banklizenz hast und dann noch ganz spezielle Voraussetzungen bringst. Das hat Kickstarter alles nicht. Ja, und die operieren da auch nicht nach europäischem Recht. Deswegen gibt es auch ständig so eine komischen rechtlichen Stilblüten, wie jetzt diese Geschichten mit VAT aufschlagen und so ein Kram, das ist alles nicht erlaubt. Leute. Genau. Also lass hier so eine Scheiße ein und so. Ja. Das ist durchaus gegen jedes Verbraucherrecht in ganz Europa, also nicht nur in Deutschland. Aber das ist ja zurzeit so das große Streitthema, was bei Kickstarter immer wieder aufkommt, oder GameFound bei den anderen Crowdfunding. Ja, das ist verstößt gegen deutsche Preisangabenverordnung und das ist ganz klar Rechtsbruch. Ja. Also aber letztendlich, die Spieleschmiede operiert halt, wie gesagt, nach deutschem Recht, deswegen gibt es auch ein paar Besonderheiten, wie bei der Förderung auch gleich bezahlen und so weiter und so fort. Das lässt sich eben anders nicht umsetzen, weil wir sozusagen, damit wir nicht dieses Bankenproblem haben und sonst irgendwie, müssen wir quasi wie eine Art, also wir treten als Vertragspartner gegenüber den Kunden auf. Ja. Das hat aber wiederum den Vorteil für den Kunden, der wirklich enorm ist, dass wenn das wirklich mal schief gehen sollte, kriegst du dein Geld auf jeden Fall zurück. Hm. Das kann auch durchaus mal ein Jahr dauern, also das muss ich ehrlich so sagen, aber es ist nicht weg. Ja. Und das ist der fundamentale Unterschied zu anderen Crowdfunding-Plattformen. Ich finde das halt auch, ne? Also ohne dass ich jetzt da so ein Experte bin wie du, hast ja da nun mal mehr mit zu tun. Aber wenn ich dann immer mal so höre, bei der Spieleschmiede finde ich das doof, habe ich schon öfter gehört, dann muss ich direkt bezahlen. Ich sage, es ist doch vollkommen okay, ist doch vollkommen fair. Also ne? Ob du nun direkt am Ende, ob das dann abgebucht wird. Viele finden das immer bei Kickstarter, gehen ja rein, kriegen den Early Bird oder was sie da immer haben und gehen dann die letzten 48 Stunden raus, wenn es sie nicht überzeugt hat, was auch immer. Ja. Aber ihr habt ja, soweit ich mich jetzt erinnere, so mit Early Birds oder sowas macht er ja eigentlich effektiv ja nicht. Ist es schon schön, wenn früh Leute einsteigen, damit das Ding sicher durch ist, weil das natürlich andere Leute animiert mitzumachen. Aber ihr habt ja oft auch Projekte, wo er dann gesagt hat, ey, wir wollen das eigentlich unbedingt machen. Und du sagst ja, das Risiko bleibt ja für euch trotzdem in einer großen Summe, ja. Dass ihr dann gesagt, wir verlängern den Zeitraum. Und das ist ja bei Kickstarter, diese Flexibilität ist ja überhaupt nicht da. Nee, ja, das ist oftmals so, da hast du recht. Also die Early Birds gibt es auch bei der Spieleschmiede immer mal. Das ist sehr selten. Okay, also habe ich jetzt gar nicht so bewusst. Es ist wirklich sehr selten. Wir haben das früher ein bisschen öfter eingesetzt, Leute zu animieren, halt nach früher mitzumachen. Aber es stellt sich raus, dass das hat ein zweischneidiges Schwert. Ja, also das ist auf der einen Seite gut, dass die Leute am Anfang halt vielleicht schneller in das Projekt reinlockst. Aber wenn Leute auf das Projekt aufmerksam werden, nachdem diese Phase vorbei ist und dann das Gefühl haben, sie verpassen was. Mir geht das immer so. Dann ärgert sich unterschwellig. Dann ist das eigentlich eher ein Frustmoment. Ja, Und das ist auch so Designphilosophie auch bei Spielen und sowas, ich da schon drauf achte, weil frustrieren würde ich eigentlich niemanden. Richtig, Und das ist eine blöde Emotion, die will man nicht spielen. Ist ja eigentlich dieses Fear of Missing Out, wie man im Englischen sagt, ob es spielrelevant ist, sind ja meist irgendwelche Gimmicks, die es dazu gibt. Und das Spiel ist ja so trotzdem spielbar, wie das am Ende dann rauskommt. Ne? Und ich bin auch immer jemand, es fühlt sich dann unvollständig an und dann ärgere ich mich dann auch, wenn ich so ein Early Bird verpasst habe. Eigentlich bescheuert, aber diese Emotionen hat man dann immer Psychologie, so ein bisschen. Genau. Und darum geht es ja. Ist auch eine Frage, also letztendlich, da gibt es ja viele psychologische Abhandlungen über solche Sachen und letztendlich ist das eine der wichtigsten, wie soll man sagen, Empfindungen, die ein Mensch hat, ist Gerechtigkeitssinn. Und das ist ein Ding, das, was wirklich komisch ist, ist tatsächlich widerspricht dem Gerechtigkeitssinn des Einzelnen und das ist einen schlimmsten Sünden, die man im Marketing machen kann, allgemein, den Gerechtigkeitssinn zu verletzen. Ja. Ja, weil
naja, ich kann doch nichts dafür, dass ich heute erst davon erfahren habe. Und jetzt muss ich hier damit leben, dass ich das nicht kriege. Richtig, ja. So. Es geht ja auch noch weiter. Also man kann es auch anders springen. So gesehen ist ja jede Crowdfunding-Kampagne ein Early Bird. Ja. Also nicht jeder, aber fast jeder. Ja, aber ist schon klar, ne? Ja, also aber für den kompletten Kampagnenzeitraum. Mhm. Und dann geht es aber auch weiter, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Crowdfunding-Kampagne gibt es jetzt ein spezifisches Extra und die Crowdfunding-Kampagne ist vorbei und Monate später kommt es in Handel. Und dann ist es ja quasi auch genau andersrum. Dann kannst du den Gerechtigkeitssinn auf der einen Seite verletzen, indem du sagst, du kriegst es nicht, weil das ist ja exklusiv für die Schmiede. Andersrum kannst du genauso machen, wenn du sagst, ja, ich gebe das jetzt trotzdem raus, dann ist es ungerecht den Schmieden gegenüber. Also das ist ein super sensibles Thema eigentlich insgesamt. Und, was auch immer mal wieder zu Streit führt. Ja, und manchmal macht man es auch unbewusst Sachen, wenn man da vielleicht gedacht hat oder so. Ja. Wir haben da schon inzwischen ordentlich so ein Radar für entwickelt, also wie wir wirklich auf eine Art und Weise in dem Bereich arbeiten können, dass im Prinzip alle Seiten hoffentlich auch wirklich zufrieden sein können damit. Und wir da auch einen guten, gangbaren Weg haben. Also das sollte man inzwischen auch merken. Man sieht immer mal noch Diskussionen darüber, von wegen, wie Spiele werden verramscht, gleich nachdem sie in der Schmiede waren oder so. Das war immer so ein Thema, wo das dann mit Weihnachten gab es dann 2 Euro billiger, als es in der Schmiede war. Wir hatten tatsächlich einmal einen Fall, der wirklich, wo wir das schmerzlich lernen mussten, seitdem auch nie wieder machen, das war My Little Scythe. Und dann gibt es manchmal komische Konstellationen durch clevere Kombinationen von Gutscheinen und sonst irgendwelchen Rabattaktionen und sonst irgendwelchen Kram, wo du echt schon ganz schön querdenken musst. Richtig, ja, ja. Und dann kann das, der das hat das dann vielleicht mal hier vom Radar, das ist dann keine Absicht, aber wir typischerweise ist es so, dass wir die Spiele nicht verramschen, zumindest nicht in einem gewissen Zeitraum. Genau. Nach der Schmiedezeit, das ist ungefähr ein gewissen Jahr. Preisverfall, der ist ja nun mal dann am Ende dann auch da. Das ist ja nun mal so. Das nützt dir ja am Ende auch nichts, wenn als Verlag jetzt wiederum gesehen, das heißt ja, also ein Jahr ungefähr versuchen wir das wirklich sicherzustellen, dass die Schmiede auf jeden Fall nicht benachteiligt sind. Und nach einem Jahr, das hängt ja noch stark davon ab, wie jetzt zum Beispiel die Situation beim Spiel aussieht. Also wenn du dann noch ein Riesenlager übrig hast oder sonst irgendwie, was musst du ja unternehmen? Dann kannst du ja nicht 1000 Jahre drauf rumklicken. Ja, ja. Dann brauchst du ja auch wieder Platz fürs Nächste. Und es bindet ja auch einen Haufen Kapital und für andere Projekte, die ja, wie gesagt, also Schmiede finanziert es ja leider nicht voll. Das schaffen wir leider nicht. Ja. Also es kommt auch mal vor, aber das sind dann so Projekte, die dann so in die 800, 900 Unterstützerbereiche kommen, aber das hast du ja fast nie. Also da muss man weil es ja halt auf den deutschen Raum halt beschränkt ist, ne? Für Leute, die das deutsche Spiel haben wollen. Und ihr habt es ja auch häufig, dass ihr Spiele, die schon auf Englisch vielleicht sogar raus sind oder auf Englisch bei Kickstarter finanziert wurden, wo dann natürlich auch einige Deutsche dort mitgemacht haben, weil sie vielleicht noch gar nicht wussten, dass eine deutsche Version dann lokalisiert wird. Das heißt, dieser Bereich der Leute, die dort mitmachen, schränkt sich ja immer ein bisschen ein. Und deshalb habt ihr natürlich nicht annähernd die Zahlen, was so eine Kickstarter-Kampagne da am Ende rauskriegen kann. Ne? Ja, also es ist halt stark, es ist auch oftmals so, dass wir tatsächlich für den deutschsprachigen Raum die überholen. Also es ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie, dass sich das nicht dennoch Sinn macht, in eine Schmiedekampagne zu gehen. Selbst dann, wenn die Kickstarter zum Beispiel auch schon eine deutsche Variante ausgelobt haben, ist es ja dann oftmals so, dass das dann unsere Übersetzungen sind. Ist auch, was ich auch immer schade finde, ist auch viel Diskussion immer drüber. Von wegen, könnte nicht vorher sein, also Deutschland hätte ich da gar nicht mitgemacht, aber das ist dann meistens so, dass das vertraglich nicht geht. Ja, und das ist natürlich eigentlich aus Kunden, also aus, wie sagt man, Kundenbindungssicht auch von dem lizenzgebenden Verlag ja eigentlich total. Aber das ist ihr Spiel, ne? Und sie bestimmen das dann am Ende ihr wollt's machen. Dann wollen die jetzt lieber, sag mal, 30, ich sag mal, deutsche Kunden mehr fahren. Album, indem sie sich quasi in die englische Version locken, wo sie dann ein paar Euro mehr verdienen pro Kunden, das ist ja auch wirklich so Direktverkauf für sie, anstatt dann zu sagen, nee, was ist jetzt ein Kundenservice hier, wir sagen euch, wir planen da was und ihr könnt quasi selber entscheiden, wollt ihr jetzt Deutsch oder Englisch unterstützen oder so. Es ist auch immer mein Rat an die Verlage, aber das ist halt je nachdem. Manche hören nicht. Jetzt bei Patricia's Mouse, dem Kartenspiel, da habt ihr das ja schon früher kommunizieren können, dass also es jetzt bei euch läuft. Mit den beiden, wir finden, also das ist ja Dragon Dawn, das ist ja so eine finnische Familie letztendlich. Haben wir schon ewig auch sehr gute freundschaftliche Beziehungen auch. Das ist so auch generell mit den meisten unserer Partnern. Also das sind ja inzwischen auch schon langjährige Zusammenarbeit.
Und viele decken auch schon für uns mit voraus, dass sie sagen, ey, die, das könnte bei denen passen. Und dann strukturieren wir auch gleich so, dass das dann über die Kampagnen, die sie ja dann bei Kickstarter fahren sozusagen, dann, dass das gleich richtig integriert wird, dass dann eine Folgekampagne oder eine Parallelkampagne bei der Spieloffensive in der Schmiede laufen kann. Mhm. Und das muss ich so einspielen. Ja? Also das ist auch viel Learning dabei letztendlich. Das ist auch noch so eine Sache, wenn man dieses richtig behandelt, dann hast du halt dann hinten raus sozusagen, wenn die Kampagnen ja schon längst vorbei sind, damit die eigentliche Marktphase anfängt, für das Spiel selber auch mehr wirtschaftliches Potenzial eigentlich. Ja. Ja? Weil das kannst du ja nicht leisten. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Portugal ein Spiel auf den Markt bringen wollten. Also erstens kann ich kein Portugiesisch, zweitens kenne ich die Marktverhältnisse nicht, wer sind überhaupt die Akteure und so weiter und so fort. Und das ist ja so ein Ding, was du ja alles mit dazu bekommst, wenn du einen Lizenzpartner hast, der arbeitet, ja, der sich in seinem Markt auskennt. Und das ist halt, hast du bei vielen Kickstarter-Verlagen, die noch nicht so viel Erfahrung mit internationalen Co-Produktionen haben, ja, die Decke hat ja das bisschen wie in Amerika, das kann ich ja genauso machen. Und dann fallen sie halt schön auf die Nase damit, in der Regelfall zumindest. Und ja, beim nächsten Mal klappt es dann vielleicht ein bisschen besser. Und dann, je nachdem, ja, also das ist halt auch ein Learning auch bei Lizenzgebern in dem Fall dann, ja. Und du bist ja eigentlich jetzt überall so, deshalb ist es natürlich, ich kann verstehen, dass das, ist es ja auch getrennt. Es sind ja wirklich zwei getrennte oder mehrere getrennte Sachen mit den Verlagen so, aber du bist ja eigentlich bei allem mit dabei, mit deinem Partner, dessen Namen ich gar nicht immer so auf dem Schirm habe, weil du bist ja eigentlich der immer eher so nach außen. Ja, ich war von uns beiden sozusagen die Rampensau. Die Rampensau, ne? Aber Robert kennt ihr auch, wenn ihr unsere Online-Events verfolgt. Ist das Robert, der die Reste-Rampe macht? Roberts Reste-Rampe, ja, okay, das ist mein Geschäftspartner. Ach so, okay, das wusste ich gar nicht. Ja. Finde ich immer super witzig, wie er das da immer macht. Ja. Also deshalb, Rampe kann er auch. Ja. Ja? Also, ja. Aber du bist jetzt eher der jetzt immer mit der Presse und seinem dass man dich halt so sieht. Ne? Also wir haben uns, die Aufgaben sind getrennt. Also ich bin hauptsächlich von dem Bereich eben auch Marketing und auch so strategische Entwicklung und so ein Kram verantwortlich. Und Robert ist der Operative sozusagen. Also der sorgt dafür, dass das Lager läuft und Kundenservice und Finanzen und also alles, was operative Geschäftsführung ist, macht Robert. Ich mache eher so den strategisch zukunftsgewandten Teil, sag ich mal so. Wie viel seid ihr denn jetzt, wenn man die ganzen Firmen so zusammennimmt jetzt? Ihr habt zu zweit angefangen. Wie groß ist es jetzt insgesamt so geworden? Und einfach mal so in Zahlen? Oder also in Personen? In Personen jetzt? In Personen, ja. Also ja. Wir sind etwa, also Happy Shops. Happy Shops sind etwa 45 Leute. Verlage, das ist ein bisschen schwierig, weil die Verlage, das sind sehr viele, viele Freiberufler. So. Aber jetzt so die fest jetzt bei euch sind. Fest in für die Verlagsprodukte arbeiten. Muss überlegen. Vier. Okay. Vier sind's. Okay, also die sind man wirklich auch über ziemlich die genau zuordnen kann. Ja. Die jetzt intern redaktionell tatsächlich aber auch wirklich alle sieben Verlage betreuen. Da ist jetzt also nicht der eine für Korax und der eine für Kobold oder so. Das ist schon tatsächlich so, dass wir dass das dasselbe Team tatsächlich koordiniert. Und das sind, wir haben einen Redakteur, der sich um unsere eigene Entwicklung kümmert. Und zwei, die Lokalisierung machen, hauptsächlich verantworten. Die fungieren eher wie so Projektmanager, muss man sich das vorstellen. Ja. Und dann noch eine vierte Person, die im Prinzip, ja, wie soll man sagen, das ist grafisch, also so grafische Zuarbeiten und sowas macht. Ist jetzt nicht hundertprozentig Redaktion, aber so, ich sag mal so 80% würde ich jetzt mal schätzen, in den Bereich eingebunden ist, deswegen würde ich die einfach mal mit dazu zählen. Und dann haben die halt, wie gesagt, die riesige Projektteams, die auch sich aus ganz Deutschland zusammensourcen. Das sind viele Übersetzungsstudios, also im Gegensatz, die landläufige Meinung ist ja, das sind irgendwie Hobbyübersetzer, stimmt aber nicht. Ja. Wir arbeiten da schon mit Profis zusammen, die auch professionell auch Spiele übersetzen, das ist ja nicht ganz unwichtig. Und ganz speziell auch im Bereich der narrativen Spiele, das sind also jetzt zum Beispiel Chronicles of Crime oder jetzt das Divinus, was jetzt gerade neu kommt und so weiter. Das sind ganz darauf spezialisierte Studios, die es eigentlich für Computerspiele machen. Und denen wir dann sozusagen in riesigen Workshops noch Brettspiele beibringen mussten, sodass sie auch ein Gefühl dafür entwickeln. Und das sind auch jetzt so kontinuierliche Prozesse, diese Übersetzungsprozesse zu verbessern, weil das wirklich schwierig ist,
wenn man nicht aus dem Brettspielbereich kommt und zwar übersetzen kann, dann heißt das auch lange nicht, dass man Brettspiele übersetzen kann. Genau, so wie Brettspiele halt, was wir gewohnt sind zu lesen und wie es genau, halt funktioniert. Weil es gibt dann ganz klare Vorgaben, was Glossar und sonst was angeht, wie bestimmte Begriffe eindeutig zu benennen sind und so weiter und so weiter. Und dann haben wir über viele Jahre jetzt ja inzwischen auch wirklich klare Prozesse ausgearbeitet, die auch immer weiter verbessert werden, um Übersetzungsqualität immer weiter zu verbessern. Ich will nicht behaupten, dass es nie, dass es nie Probleme gibt, aber gerade Übersetzungen gerade von Leuten, die wirklich sehr gut Englisch sprechen, die bewerten die oftmals als aber das liegt einfach daran, weil man kann Wörter halt nie wortgleich übersetzen, weil es oftmals viele Synonyme gibt in verschiedenen Abstufungen, die sich gar nicht eins zu eins übersetzen lassen. Und dann denkt der eine, ja, das hätte ich jetzt aber so und so genannt und der hat das jetzt so und so genannt. Aber das ist, ja, das ist in dem Fall eine Ermessensfrage, was jetzt im Auge dieses spezifischen Übersetzers und im Zusammenhang mit dem Spiel seiner Meinung nach besser gepasst hätte. Ja. Und das wird nie hundertprozentig denselben Geschmack treffen, weil die ja sowieso jeder für sich sozusagen das wahrscheinlich ein bisschen anders gemacht hätte. Ja? Deswegen ist eine Übersetzung aber nicht schlecht, wenn man es objektiv betrachtet. Ja. Wichtig ist, dass Leute, die jetzt eben zum Beispiel kein Englisch sprechen würden, die setzen ja nicht hin und vergleichen die Anleitungen. Ja, genau. Wichtig ist, dass sie das Spiel spielen können. Letztendlich ist es wichtig, dass sie am Ende damit das Spiel erfassen und spielen können. Und das ist halt die Maßgabe, nach der wir da arbeiten müssen. Dieses Jahr, jetzt Essen ist ja eigentlich immer so ein bisschen auch der Fixpunkt, aber bei euch kommt ja über das ganze Jahr immer wieder die Sachen, wenn sie halt da sind, gerade mitliefern, das ist ja alles schwierig, wissen wir ja. Was ist so dein Spiel dieses Jahr aus der Schmiede von den Verlagen, wo du sagst, da hast du dich jetzt am meisten drüber gefreut, dass das jetzt realisiert wurde? Also es gibt ja verschiedene Punkte, zum einen erstmal spielmechanisch. Also was ich mich sehr drüber freue, also das ist jetzt also nicht dieser, das ist für nächstes Jahr, das ist das Divinus, dass wir das machen können, weil das ist einfach so scheiß innovativ. Also das ist, ich habe es nicht gespielt hier, aber die es gespielt haben, hatten einen Heidenspaß. Und das, ist ein, das hat ein Heiden-Gaudi, das Spiel. Ja. Aber es kommt halt erst im Oktober nächstes Jahr. Also ja. Oder auch, was auch so ein Ding ist, wo ich sehe das ja aus der Sicht, wenn es um Lizenzakquise geht, wie viel Arbeit ich in manche Dinge reinstecken muss und wenn es dann doch klappt. Also zum Beispiel bin ich sehr froh, dass wir Merv bekommen haben. Weil das ist halt auch ein sehr gutes Expertenspiel. Also das ist wirklich... sieht auch richtig schön aus. Ja, tief verzahnt und klar, das ist wirklich ein Expertenkracher. Ja, also das kannst du jetzt kannst du Familienspiel nicht anbieten. Überforderst du total. Aber an sich ein hervorragendes Spiel, hat auch lange und viel Überzeugungsarbeit gebraucht, dass wir das überhaupt machen können. Oder jetzt das Tilt dürfen wir jetzt machen. Es ist seit letzter Woche offiziell bekannt gegeben. Ich glaube, ich weiß nicht, wie lange ich an diesem Thema gearbeitet habe, dass das überhaupt geht. Ja, das sind jetzt so Dinge, wo ich sage, das ist einfach nur aus der Warte heraus, wie viel Herzblut drin steckt, dass es überhaupt klappen kann. Ja. Und dann so spielmechanisch. Ich bin persönlich einer, ich mag, also Expertenspiel spiele ich auch gern. Aber ich mag eher Spiele, wo ich sagen kann, die kann ich im Prinzip mit jedem mitspielen, dass ich sofort Leute rankriege, wo ich mich selber Firnis. Das ist wirklich ein klasse Spiel, wo ich auch richtig viel Potenzial sehe, was mich persönlich sehr überrascht hat, weil ich es, als wir es gesigned hatten, vorher selber nicht gespielt habe, mich auf den Rat unserer Redakteure verlassen, die es getestet haben, ist Paper Dungeon. Das ist auch richtig klasse, das ist richtig gaudi. Und von unseren eigenen Entwicklungen, dass es jetzt endlich fertig wird, mein Königreich vom Pferd, hatte ich für ein absolut fantastisches Familienspiel. Und das sind so Dinge, wo ich sage, so spielmechanisch und spielerisch, so die Highlights jetzt so für dieses Jahr, was mich jetzt so persönlich am meisten abholt. Wobei ich jetzt wahrscheinlich auch irgendwas vergessen habe, wo ich sage, ach, das ist ja auch noch. Das ist ja auch noch. Ja, also grundsätzlich, ich stehe tatsächlich hinter allen Titeln, die wir haben. Ja, die hätten wir nicht gemacht, wenn die nicht irgendwie in irgendeiner Form wirklich stark gereizt hätten. Ja. Aber das hat natürlich auch viele unsere Redakteure, die haben ja auch die Möglichkeit, da ihren, ihren Geschmack auch einzubringen und da auch durchaus auch ihre Akzente da einzubringen, welche Sachen sich da jetzt für sich selber raussuchen und so. Da kommt jetzt auch demnächst, das ist auch eins von den Dingern, wo die Redakteure mich überzeugt haben, weil sie einfach total Bock drauf haben, ist jetzt das Wild Serengeti, kommt jetzt auch noch demnächst in die Spieleschmiede. Jetzt, ich weiß jetzt nicht genau wann, ja, aber
Towers geplant. Ist geplant, also, ja. Und das ist zum Beispiel auch so ein Ding, wo die, ja, was soll man sagen, wo das Team sozusagen das machen will. Also, ist generell so, dass die, wenn jemand bei uns so ein Ding hat, wo sein Herzblut dranhängt, so, da bin ich total drin verliebt und dann gucke ich auch, dass wir das kriegen können, denn, weil es macht ja nochmal doppelt so viel Spaß, wenn du dann an einem Projekt arbeiten kannst, wo dir auch was dran liegt, ja, so in dem Sinne, dass du das auch wirklich dahin fieberst, dann ist das nochmal eine ganz andere Sache und dann wird das auch nochmal mit besonders viel Liebe umgesetzt, sozusagen, ich will nicht sagen, dass die anderen nicht so umgesetzt haben, aber wir haben ja ein großes Team, also nicht, hat jedes Spiel seinen absoluten Fürsprecher und Fan dann im Team, der sich dann auch wirklich drum kümmert. Ja. Also ich spiele ja sonst eigentlich gerne im Kooperativ, aber Paper Dungeons gestern gespielt, der Sven hat es auch ganz toll erklärt, also das ging ratzifatz und ein tolles Spiel, also wirklich cool, auch so umgesetzt einfach, am Ende macht ja jeder so sein Ding und es gibt eigentlich nur so ein paar Schnittpunkte, wo man sich so gegenseitig die Diamanten wegschnappt oder was auch immer. Aber echt ein cooles Ding. Hat es auf verschiedenen Kanälen ja schon gesehen. Also das hat zu Recht wirklich viel Lob gekriegt. Und Dennis macht schon was her. Ja, also wenn man auch so ein bisschen zuhört, wie die Story und so abläuft. Ja, kooperativ. Habt ihr da was, wo du jetzt sagst, in Zukunft, dass da auch ein größeres Projekt oder kleinere Projekte, die du auf dem Schirm hast, die da bei euch kommen? Also die Colleagues of Crime wird ja jetzt fortgesetzt. Es kommt jetzt im Oktober noch die letzte Neuheit aus der Millennium-Reihe, das ist die 2400, diese Cyberpunk-Welt letztendlich, wird jetzt im Oktober fertig. Ansonsten kooperative Spiele ist Rettet die Eisbären, ist jetzt endlich fertig, wo sollte eigentlich letztes Jahr schon Neuheit sein, aber naja, in dem aktuellen ultimativen Produktions- und Logistik-Chaos hat das jetzt sich tatsächlich bis jetzt vor kurzem hingezogen, dass es überhaupt dann gekommen ist, aber das ist auch ein schönes kooperatives Spiel, auch durchaus knifflig. Hat auch ein ernstes Thema letztendlich, also das Klimawandel als Hintergrund so erlebbar macht in gewisser Form, also nicht ganz, also thematisch nicht ganz leichte Kost in dem Sinne, es ist durchaus schon ernst, aber nicht so, dass man kein Spielvergnügen entwickelt, also es ist nicht rein ein edukatives Pädagogenglück, sondern es ist tatsächlich auch so, dass dann wirklich ein vernünftiges Spiel drin steckt. Ja, also, was haben wir hier noch kooperativ? Ich muss kurz überlegen. Ich habe gar nicht so direkt so. Aber was so startet jetzt zukünftig in der Schmiede? Was kommt da? Hast du da was du schon sagen darfst? Kooperatives. wir arbeiten gerade an einem Spielsystem, da bin ich noch nicht sicher, wie wir das starten werden, ehrlich gesagt. Das ist hier ein Prototyp, den fotografieren durfte er ja noch nicht, aber wir können ja zumindest den Namen, den Arbeitstitel nennen, heißt jetzt bei uns der Arbeitstitel des Weltenwandler, aber wird wahrscheinlich nicht so heißen. Und das ist ein narratives, ja, wie soll man sagen, also es ist echt vom Konzept her eine Engine, die in der Lage ist, Storys zu vermitteln letztendlich. Und basiert auf einer Art Push-Your-Luck-Mechanismus im Zusammenhang eben mit Storytelling im Wesentlichen. Und das wird eine ganze Spielereihe, die man typischerweise allein oder kooperativ zu zweit, vielleicht auch zu dritt spielen kann. Ich denke, größer sollte es nicht werden. Also ich hatte es mir gestern angeguckt, ich denke zu zweit. Ja, also allein oder zu zweit wird das wahrscheinlich gut funktionieren. Das ist so im kooperativen Bereich jetzt so ein größeres Projekt, an dem wir arbeiten. Und das Ziel ist da, viele kleinere Sachen zu machen. Also es sind so Hosentaschenformat zum Mitnehmen, wenn du irgendwo, keine Ahnung, Lungers am Strand rum bist und ein bisschen was machen, dann kannst du da diese Dinger spielen, sag mal so von Taktboxgröße, würde ich mal ausgehen, so Pi mal Daumen. Hat auch so ein Preisziel, so irgendwo unter 10 Euro, wo man dann einfach diese Fälle dann so. Ja. Also du hast ja zu mir auch gestern gesagt, so ein bisschen in diese Richtung dieser Sherlock-Fälle, wie das ja. Aber kurz ja, ist also jetzt so nicht zwingend Krimi in dem Sinne. Nee, aber ich meine jetzt so mit dem Kartendeck und dass du das dann. Ja, so Abenteuer-Geschichtsentwicklung, Richtung. Einfach so ein, ich sag mal, ein Erlebnis. Man wird es auch mehrfach spielen können, um verschiedene Pfade zu erleben, auch alternative Enden und sowas. Das ist so ein bisschen das Ziel zumindest. Ja, also ist ja noch in Entwicklung. Wir sind immer noch in der Entwicklung.
Da bin ich gespannt, wie gut uns das gelingt, aber wir sind eigentlich ganz zuversichtlich. Also was ich so mitgekriegt habe von den Testspielen hier, kommt zwar auch ganz gut an. Und was mich halt auch sehr freut, dass wir doch wirklich Bock haben, es mehrfach zu spielen. Ja. Und das ist eigentlich untypisch für Spiele dieser Art, muss man ehrlich sein. Ja. Mache ich selber persönlich auch nicht, auch wenn es immer draufsteht. Ja. Aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass gerade diese Push-A-Luck-Mechanik, du hast halt nicht wirklich die hundertprozentige Kontrolle. Mhm. Ja. Und das hat aber auch so einen gewissen Reiz dadurch. Mhm. Ja. Naja. Will ich jetzt den hier noch provozieren oder lasse ich das? Mhm. Oder sonst irgendwie. Ja, das sind so Dinge, die man da machen kann, die, ja, das klingt ganz interessant, die ganz spannend sind. Aber da wird es ja wahrscheinlich, wenn das jetzt ein Prototyp ist, meint er, dass er dann nächstes Jahr dann schon mal startet, wenn es so weiter klappt? Also wenn die Entwicklung so weitergeht wie bisher, also wir sind nämlich tatsächlich recht gut durchgekommen bisher, und dann bin ich echt wirklich zuversichtlich, dass wir dann nächsten Jahr schon was machen können. Ja. Und jetzt nächstes Jahr sehen wir uns ja hoffentlich hier wieder, Burg Liebenau, echt eine ganz coole Kulisse, man hat seine Ruhe, man kann schön spielen, ne? Schön großflächig, man läuft rum mit den Tischen, echt schön, nette Gastgeber. Was sind jetzt in dem Jahr, was ist da geplant jetzt? Allgemein, vielleicht konzentrieren wir uns mal auf die Spiele und auf die Verlage. Wird er da noch irgendwie weiterentwickeln? Also wir haben auch in diesem Jahr wieder einige Spiele, die wir selbst entwickeln und auf den Markt bringen wollen, was jetzt demnächst dann auch tatsächlich in der Schmiede starten wird, das Fabelland von Miraculous. Also quasi, das ist so ein Fantasy-Theme-Park, nennen wir das mal, ja. Wirklich in einer Fantasy-Welt. Ja, also stellt euch so eine Art Mittelalter magische Fantasy-Welt vor, die einfach ein bisschen in die Zukunft entwickelt ist, aber irgendwie dann doch im Mittelalter stecken geblieben, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ja. Und da ist halt so ein Themenpark und da hast du dann tolle Attraktionen wie Hexenbesen reiten und Schneckenrennen und was weiß ich, also da Drachen pusten, keine Ahnung, ja, solche Dinger. Und der macht natürlich dann ordentlich Bambule, wird die Gäste befriedigen und mit Hilfe von Influencern quasi, ich soll mal sagen, hier zum Top-Themenpark überhaupt zu werden, ja, Themenparkbetreiber. Und das ist eine schöne, witzige Familienspielgeschichte, die sich auch ein bisschen mit einer gewissen Leichtigkeit auch spielt. Ja, also viel positive Interaktion, das ist eine sehr schöne Sache tatsächlich. Also, ist auch von Moritz Schuster wieder, das ist derselbe, der auch Dream Cruise und mein Königreich von Pferd gemacht hat. Mhm. Und da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Das ist ein schönes, rundes Ding, so ein Feel-Good Themenpark-Spiel, was jetzt auch nicht ein ganz gewöhnliches Setting hat. Also weil klingt auf jeden Fall ja schon mal anders als viele andere Sachen, die es so auf dem Markt gibt. Ja. Und das ist jetzt so das nächste von unseren Eigenverlagen, was auf den Markt kommen wird. Wir arbeiten noch an ein paar anderen Titeln, die dann hoffentlich dann nächstes Jahr auch fertig werden. Da will ich jetzt nicht so viel dafür sagen, weil da stehen noch nicht mal die Namen so richtig fest. Das aber grundsätzlich ist schon euer Ziel, jetzt so jetzt dieses Jahr oder vielleicht auch für die nächsten Jahre noch mehr eigene Titel sozusagen über die Verlage rauszubringen. Also das Ziel ist eigentlich halt sozusagen so 2 bis 3 eigene Titel im Jahr zu machen. Mhm. Wobei das jetzt nicht hundertprozentig festgelegt ist. Ja, jetzt Erweiterung jetzt mal nicht mitgezählt. Ja, also wir arbeiten jetzt auch gerade in der nächsten der perfekte Momenterweiterung. Wir haben jetzt gerade die Taschendiebe rausgebracht, die ich, also persönlich finde ich die ist meine absolute Lieblingserweiterung. Ich kenne ja auch noch, was noch in der Entwicklung ist. Aber die Taschendiebe, die finde ich so richtig schön. Die sind so ein geiler Twist auf das Spiel. Das finde ich absolut geil, das Ding. Die nächste, die jetzt kommen wird, ist eine, also die macht das Spiel zum Deduktionsspiel. Sie heißt Sherlock. Also oder wird wahrscheinlich Sherlock, ich bin mir nicht ganz sicher, aber in die Richtung geht es. Also spielt auf jeden Fall mit Sherlock Holmes und Watson. Ja. Und wie heißt der? Ich vergesse mal den Namen. Moriarty? Nee, nicht die Dame hier, wie heißt das spielt ja auch keine Rolle jetzt. Ja, erstmal. Die Frau. Ja, jedenfalls, die spielt auch noch mit. Ja. Und letztendlich ist ein Gast ermordet worden und du musst halt rausfinden, wer das jetzt war. Und, so ein Ausschlussverfahren. Sehr interessant, wo sich dieses Spielkonzept so alles noch hinbewegen kann. Ne? Ja, das ist tatsächlich auch eine sehr interessante Art, das Spiel zu spielen. Also komplett anders. Es verschiebt den Fokus total auf andere Themen. Ja, man spielt im Prinzip das gleiche Spiel, aber man hat einen komplett anderen Fokus beim Spielen. Ja. Das ist bei den Taschendieben ist genauso. Mhm. Weil bei den Taschendieben bist du als Fotograf ja Komplize der Diebe und musst dann hast dann so am Ende des Spiels 30 Sekunden Zeit, um den absolut perfekten Raub zu machen. Mhm.
und kannst das ganze Zeit über vorbereiten, hast aber nicht die Möglichkeit zu üben, weil das ist ja alles Live-Situation. Ja. Du musst rausfinden, wer hat die Klunker, wer kann was, wen soll dich beklauen. Und dann musst du in den letzten 30 Sekunden deine Diebe platzieren, in dieses Ding rein und das Bild machen. Und das auf eine Art und Weise, dass die Diebe an der richtigen Stelle stehen und die aber auf dem Bild nicht zu sehen sind. Also die Diebe auf keinen Fall. Und wenn die entdeckt werden, dann bist du aufgeflogen. Ja? Hm. Und das führt wirklich dazu, dass du, wenn du nur 30 Sekunden Zeit hast, eigentlich ist das genügend Zeit, aber du bist dann so panisch und aufgeregt. Und dann schmeißt am besten noch drei Figuren um und dann, klingt gut. Das ist wirklich. Also da habt ihr noch viel vor, sozusagen. Das ist jetzt das nächste, was jetzt kommt, ist halt, wie gesagt, die Sherlock-Sache, die das komplett verschiebt, den Fokus auf deduktiven Aspekt. Ja, ja. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich weiß auch noch nicht genau, wann das starten wird. Mhm. So, das ist das Ding. Okay, also wird noch einiges Spannendes kommen. Ja, und auch im Lizenzbereich sind natürlich auch schon viele schöne Sachen angekündigt. Viele, die ich dir tatsächlich noch nicht sagen darf. Ja. Also Distilled habe ich ja zum Beispiel angekündigt. Das ist ja jetzt. Ist auch schon ein Kracher, ne? Das lief ja bei Kickstarter wirklich gut und super hübsch. Dann, wie gesagt, weil jetzt Ringetti kommt, ist noch bald. Ja. Und wir sind noch bei anderen großen Sachen dran, auch interessanten Sachen. Was mich auch sehr freut, dass wir Apples neu auflegen können. Das auch mit der zweiten Erweiterung, die gab es ja nie auf Deutsch, dann auch durchaus die endlich mal komplettieren können, weil man schon selber noch nicht, warum das die noch nicht hat. wird tatsächlich im Prinzip der klassischen Form auch gemacht, also das wird jetzt nicht noch großartig deluxifiziert oder so, aber beim Stichwort deluxifizieren kommt La Granja, kommt neu. Das ist ja auch so ein absolutes Highlight-Spiel. Und es wird doch mal so richtig schön überarbeitet und kriegt. Und dann gleich in der Big Box, die es ja damals Big, dann auch gab. Ne? Und auch durchaus noch mal ein bisschen Regelfine-Tuning und sonst irgendwie gemacht. Ist das von 92 oder aus den 90ern? Das ist ja auf jeden Fall, ist ja wirklich schon sehr, sehr. Man hat ja einige Jahre auf dem Buckel und es gibt ja Entwicklungen im Spielbereich, wo man es dann vielleicht noch ein bisschen moderner oder moderner Es ist ja nicht unüblich. Also, ich sehe, der König des Todes ist ja auch eine Neuauflage jetzt gewesen von König von Siam. In der Überarbeitung jetzt eigentlich super an. Der König von Siam ist damals ein bisschen untergegangen. Der König ist tot, jetzt hat uns tatsächlich sehr überrascht. Wir hatten eine sehr kleine Auflage geplant und die auch gemacht. Die war aber im Prinzip eigentlich gleich ausverkauft. Also aber ist auch schön, wenn es so ist, ne? Ja, natürlich gerne. Ja. Lieber jetzt so als anders. Jetzt machen wir dann doch noch eine. Ja. wie gesagt, also manchmal passiert immer sowas, aber diese Überarbeitung, ne, das ist ja jetzt nicht unüblich, sage ich mal. Ja. Jetzt kommt demnächst auch noch, ist angekündigt, Artemis Odyssey. Das ist auch im Prinzip eine Neuimplementierung von einem älteren Klassiker. Macht er das jetzt? Warte mal. Ja, jetzt machen wir schnell noch den Schluss. Also Ines kommt auch noch. Ja, genau, mit Erweiterung. Und da gibt es auch Pläne wohl, dass dann irgendwann dann doch noch eine zweite Erweiterung kommt. Wobei das noch nicht ganz spruchreif ist, aber die wäre dann letztendlich auch Teil der...